Hallöchen, ihr Lieben. Ja, hier ist wieder dieser Kreativfalter auf diesem Kanal. Als allererstes, ich habe jetzt eben leider nicht nachgeguckt, aber Sie sind mir hier gerade wieder in mein Blickfeld geraten. Es hatte sich jemand bei mir gemeldet auf dem YouTube-Kanal. Wenn ihr etwas wollt, was ich euch anbiete, dann müsst ihr mir bitte eine E-Mail schreiben. Ich weiß sonst nicht, wie ich mit euch in Kontakt treten soll. Die meisten meiner Zuschauer haben nicht unbedingt selber einen eigenen Kanal und in den meisten Kanälen steht nirgendwo eine E-Mail-Adresse. Und von daher ist es sehr, sehr schwer, in den Kontakt zu kommen. Und nicht jeder hat den gleichen Instagram-Namen wie sein YouTube-Kanal. Also von daher, ja, ich habe sie noch hier. Also bitte sei so lieb und melde dich. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Neuzugängen bedanken, dass sie den Weg auf meinen Kanal gefunden haben und heiße sie herzlich willkommen. Und ich hoffe, dass ihr das eine oder andere Inspirierende hier finden werdet. So, der eigentliche Grund, warum ich dieses Video drehe, ist, mich hat nochmal Osterpost erreicht. Und die möchte ich jetzt nun endlich öffnen, denn wir haben nun mittlerweile schon Donnerstag. Und mein kleiner Mini-Haul, der müsste morgen kommen. Das heißt, das Video wird dann am Freitag online gehen. Aber ich will das jetzt aufmachen, damit ich mich dann auch bei den lieben Menschen bedanken kann. Dieses hier, dieser Umschlag hier ist von der lieben Basteltante Ines. Und ich mache das jetzt mal hier oben auf, ganz vorsichtig. Ja, ich habe es immer noch nicht geschafft, meine Klingen hier auszutauschen. Ach, das gibt's doch gar nicht. So, jetzt wird's was. Ah ja, was soll's. So, da holen wir mal das hier raus. Wenn es denn mal rauskommen will. Oh, ist die schön. Ich danke dir, mein Engel. Freue ich mich ganz, ganz dolle drüber. Hier schön im Vintage-Look gehalten. Mit einem kleinen Mini-Osterstempel, der embossed wurde in meiner Lieblingsfarbe. Und dann sind hier ganz viele liebe Worte drin. Ich denke mal, dass ich das vorlesen darf. Mein lieber Zitronenfalter, ich wünsche dir ein schönes Osterfest, viel Spaß bei der Eiersuche und gemütliche Stunden mit deinen Lieben. Sehr ganz lieb und viel gedrückt, nee, gegrüßt, gedrückt und gebusselt. Deine Ines, das ist ganz, ganz lieb von dir. Habe ich mich ganz doll gefreut. Ja, ich habe es leider nicht geschafft, Osterkarten zu versenden. Es war einfach zeitlich nicht möglich. Dazu aber später mehr, denn ich habe noch eine kleine Ankündigung zu machen. Jetzt mache ich noch das nächste auf. Das ist von der lieben Katrin oder Karin. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe jetzt die E-Mail gerade nicht vor mir zu liegen. Das werden wir jetzt mal aufmachen, weil hier steht auch bloß K. Und den Rest lese ich jetzt nicht vor. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wo ich das aufmache, ohne mir den Absender zu zerstören. Ja, am besten hinten, aber ja, ich will natürlich auch nichts, kaputt machen vom Inhalt. Also muss ich das jetzt mal hier ganz vorsichtig anritzen, damit ich reingreifen kann. Das ist ja immer so die Sache, man möchte ja auch nichts. Na, das ist aber nicht nur eine Karte, Engelchen. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Kriege ich es schon raus? Ja. So, jetzt haben wir es raus. Umschlag beiseite. Hier ist nämlich noch ein Umschlag. Das lege ich auch mal beiseite. Weil du ja keins hast. Aha. Dann, was nichts für dich ist, gib bitte ins Kinderhaus. Ach, ihr seid so lieb. Ihr seid so goldig. Ich danke euch, dass ihr da immer wieder dran denkt. Ach Gott, ist das... Ja, wie gesagt, meine Begeisterung kennt kaum Grenzen. Halt, hier oben ist es nochmal fixiert mit einem Tesaband, damit nichts rausfällt. Und dann holen wir das doch mal raus, was sie da Tolles eingepackt hat. Ganz süße Mariechenkäfer. Dann hier kleine Sticker im Babystyle. Naja, die bleiben bei mir, das ist ja Fakt. Dann haben wir hier so eine kleine Bildchen, die man auf Karten kleben kann. Da muss ich mal gucken. Aber ja, die gebe ich auf jeden Fall rüber. Da werden die sich ganz, ganz dolle drüber freuen. Das weiß ich jetzt schon. Und dann haben wir hier ganz viele
süße Bärenmotive. Ach, wenn ich doch nur besser ausschneiden könnte. Aber ja, die sind total süß. Da muss ich mal gucken, ob ich die mit rübergebe oder ob ich die teile. Vielleicht kriegt da auch jemand anders was. Obwohl, das kann man auch schön auf so eine DIN-Langkarte, müsste das vielleicht sogar passen. Ja, das müsste da glatt draufpacken. Würde sich super zum Muttertag machen. Also für jemand, der diese Bilder hier hat. Die Langkarte, da muss gar nicht mehr viel rauf. Und schon ist das die perfekte Muttertagskarte. Also ganz toll, freue ich mich ganz dolle drüber. Schon alleine die Tatsache, dass das Kinderhaus eben halt erwähnt wird. Ich persönlich habe mit dem Kinderhaus nichts weiter zu tun. Es ist mir einfach nur eine Herzensangelegenheit. So, jetzt gucke ich mal hier rein. Ich denke mal, das ist die Karte, die unbedingt zu mir wollte. Ach, die sieht doch süß aus. Liebe Grüße. Total schön. Also gefällt mir sehr gut. Also das kann ich zum Beispiel nicht mit Hand draufschreiben. Meine Schrift, die sieht da nicht so toll aus. Und ein paar Sonnenstrahlen sendet dir Karin. Katrin, Entschuldigung, jetzt habe ich es. Die liebe Katrin ist es. So, es ist zu schön zum Verbasteln. Vom Streicheln geht's kaputt. Du wirst den richtigen Platz finden. Aha. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Es ist hier alles so perfekt zusammengeklebt. Irgendwas ist nämlich hier drin. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ah, okay. Was ist aber auch spannend. So. Oh Gott, ist das schön. Das gefällt mir. Ich zeige euch das mal hier drauf. Das sind so transparente, wie so eine Art Epoxy. Oh Gott, ich kann das mal nicht aussprechen. Epoxy-Sticker. Oh, die sehen total schön aus. Da lasse ich mir was ganz Tolles mit einfallen. Tja, vielleicht kriegst du sogar eine Rückantwortskarte mit diesem Motiv. Das sieht richtig traumhaft aus. So, und dann, weil du ja keins hast. Na, da bin ich ja mal gespannt, was ich nicht habe. Na, gehst du wohl auf? Ich muss unbedingt die Klingen austauschen. Ach Gott, ist das süß. Jetzt habe ich es auch verstanden, weil ich ja keins habe. Du bist ja ein Scherzkeks. Ach Gott, ist das niedlich. Ich danke dir. Ja, auf jeden Fall. Babybänder sind immer gern gesehen, weil das habe ich wirklich nicht. Bänder habe ich reichlich, aber sowas Spezielles eben halt, das fehlt mir denn doch öfters. Ach, ist das süß. Ich wollte auch mal ausprobieren, ob man auf so ein Baumwollband nicht auch embossen kann. Das müsste ich glatt mal probieren. So, jetzt aber zu dem Grund, warum ich auch momentan etwas wenig Zeit habe. Ja, ich werde euch jetzt nur ein kleines bisschen antriggern. Es wird am Sonntag eine Verlosung geben und eine Neuheit bei mir. Und ja, ich bin schon mega gespannt. Ich bin auch ganz fleißig, deswegen gibt es momentan auch keine anderen Videos von mir, außer vielleicht mal ein Überraschungspaket oder Haul. Aber ja, ich habe meine eigene Not umgesetzt, um euch daran dann in Zukunft teilhaben zu lassen. Und ich bin schon mega gespannt, wie es bei euch ankommen wird. Ja, ich weiß, das ist jetzt total fies, aber was soll ich machen? Es ist mein kleines Baby und ich bin echt gespannt. Und ja, man hört vielleicht auch die Begeisterung, die Freude in meiner Stimme. Es ist noch eine kleine rechtliche Sache abzuklären und so wie die ist, da ist, kann es dann Sonntag eben halt losgehen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch erstmal einen zauberhaften Tag. Ich habe mich jetzt gerade eben entschlossen, dieses Video, so wie es ist, hochzuladen. Auch mal 10 Minuten Video geht, denke ich. Und ich wünsche euch, ja, ganz viel Sonne im Herzen und sage bye bye, euer Kreativfalter.